Da sind wir. Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sind heute auf dem Weg zum Heidepark. Es ist mittlerweile gleich 13 Uhr. Ich muss noch arbeiten und haben uns dann gedacht, spontan nach Feierabend nochmal zum Heidepark zu fahren. Heute ist ja auch die lange XXL Sommernacht. Fahrgeschäfte bis 20 Uhr geöffnet. Sommertage. Haben die das umbenannt. Und ja, schauen wir mal, was uns so erwartet. Übrigens, den Niklas haben wir auch wieder dabei. Endlich auf den sehr vollen Parkplatz angekommen. Ja, wir haben extra schon hinten am Ausgang geparkt, dass wir nachher vermeiden, ewig hier in der Schlange zu stehen. Wie man ja weiß, Heidepark und Parkplatzprobleme, das ist doof. Ein nicht unbekanntes Blatt. So, ihr Lieben, wir müssen auch ein bisschen was zu unserer Heidepark-Geschichte erzählen, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Also der Heidepark ist, würde ich mal sagen, unser Homepark. Wir wohnen eine halbe Stunde vom Park entfernt und wir haben uns in diesem Park kennengelernt. Also hat der eine ganz große Bedeutung. Hatten wir ja schon mal im Video erzählt. Genau, aber wollten wir nochmal anschneiden. Also durch den Heidepark kennen wir uns überhaupt und hat deshalb auch nochmal eine ganz andere Bedeutung für uns. Und wir sind hier sozusagen groß geworden. Ne? Das erste Mal, dass ich hier war, war ich... Ich bin gebürtiger, sollte. Ja, ich nicht, aber ich war 5, als ich das erste Mal hier war. Da hat meine Schwester damals bei so einem Preisausschreiben von einer Kreiszeitung eine Fahrt in Heidepark gewonnen. Dann sind wir mit so einem Bus hierher gefahren. Das war cool. Und dann so war ich zwischendurch in der Schulzeit nochmal hier. Und dann die Zeit nach dem Abi... ging es dann richtig rund, so mit eigenem Auto und so, ist dann halt immer noch mal ein bisschen anders, ne? Mhm. Und du warst ja eh immer wieder hier, ne? Ja, also das ist halt noch mal so ein bisschen zu unserer Heidepark-Geschichte. Ja. Heute gibt es sogar noch eine Piratenshow mehr. Muss man mal schauen, wie das Wetter mitmacht, ob wir vielleicht eine schauen oder so. Aber schon ganz cool. Erste Fahrt des Tages, Mountain Rafting. Mountain Rafting, genau. Machen wir uns ein bisschen nass. Und schmeckt gut. Lecker. Ja, okay, schmeckt. Wir finden die auch lecker. Niklas versorgt uns immer mit guten Leckereien. Und dein Würstchen, ne? Ab nach Hause.
haben ja gerade oder sind ja gerade die Monorail gefahren und haben gesehen, dass beim Desert Race eine sehr kurze Wartezeit ist. Mal gucken, wie das gleich so wird. Der Heidepark an sich ist ja relativ voll, also Parkplatz ist gut gefüllt, echt. Aber es verteilt sich ganz gut, finde ich. Ja, also an sich ist es im Park gar nicht so voll. Nö. Nee, aber ich finde, die Wartezeit sah jetzt hier sehr kurz aus. Auf Kolossus ist ja normal. Ja, ist immer voll, ja. Aktuell. Nein, wir halten euch auf dem Laufenden. Also jetzt haben wir ungefähr 15 Minuten bis 20 Minuten beim Desert Race gewartet und in Ordnung. Ja, der Launch ist ja immer noch schön knackig, ne? Aber sonst. Alles klar, kurze Strecke, abwechslungsreich. Aber sie macht Spaß, der Launch holt halt alles raus. Ja. Wisst ihr, was uns gerade total bescheuertes aufgefallen ist? Hier auf den Bildern. Das sind alles Mitarbeiter vom Heidepark und vom Fanclub. Genau. Auf diesen Sommertagen, XXL-Sommertagen-Dings, ist uns das gerade aufgefallen. Und einige kennen wir sogar. Ja, lustig. Weil es so schön war, fahren wir jetzt nochmal auf Monorail. Und wir haben noch jemanden mit dabei jetzt. Anni! Hallo! Die haben jetzt nochmal so aufgegabelt. Und was kann man am besten in der Monorail? Essen. Monorail ist Essenzeit. Er flitzt herunter. Jetzt geht's zum Kolossos. Kampf der Giganten. Er ruhte. Kolossos ist zurück und ein gigantischer Kampf zwischen Feuer und Holz. Nur die Karten von Kolossos und die Steine der Gäste können sich wenden. Schrei, um die Kreatur zu schaffen. Schrei, um zu entkommen. Schrei, um zu siegen. Bitte beachtet folgende Instruktionen. Alle losen Gegenstände wie Handys, Geldbeutel, Schlüssel, sichere, verschließbare Taschen verstauen. Einsteigen und Sicherheitsgurt in hier dargestellt schließen. Über zum Magazin. Filmen und fotografieren während der Fahrt ist verboten. To film or take pictures of the ride is strictly prohibited. So, wir sind ja das letzte Mal Kolossos gefahren, da war das Anfang des Jahres. Da fuhr sie sich wie eine neue Achterbahn. Jetzt ist sie mittlerweile ein bisschen mehr eingefahren und jetzt fängt sie wieder so richtig an fährt sich zu donnern. Geil.
Und der Effekt ist einfach cool mit dem, was sind das, Monster? Das ist ein sogenannter Near-Miss-Effekt. Ja, oder so. Na, auf jeden Fall ist das wieder richtig geil. Die Bahn fängt an zu rütteln. Das mag ich. So muss ein Woody sein. Ich glaube, da kommt heute noch mal was runter. Es sieht auf jeden Fall düster aus am Himmel. Hat's mit dem Unwetter schon angefangen. Die haben hier jetzt, glaube ich, auch also gut wie alle Fahrgeschäfte dicht gemacht und mal gucken, was heute noch passiert. Sommergewitterchen dann, ne? Oh, krasses Ding. Ja! Ja, Niklas und ich haben nämlich ultra Angst vor Gewitter und rennen hier gerade, ohne dass man sich hier irgendwo unterstellen kann, durch den Park. Du hast da kein Verständnis für, ne? Doch, doch. So, wir haben eigentlich noch auf zwei Freunde gewartet, aber hier im Heidepark geht ja gerade die Welt unter. Ich habe gerade von den Nachrichten gekriegt, von wegen am Haupteingang vom Heidepark kommt keiner mehr rein, weil es so doll stürmt. Das klingt super, oder? Ja, ich höre die Begeisterung. Ich wollte auch Krake fahren. Ich glaube, bei dem Wetter geht das schlecht. Ja. Wir haben jetzt schlagartig den Park verlassen. Es hat sich richtig schön eingeregnet und hat gewittert. Ja, aber das Regenradar sagt, das war es dann wohl mit den XXL Sommernächten für uns. Es ist aber 20 vor 6, also noch regulär. Zeit, packe. Egal. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja, wir hatten gerade, das hast du ja schon erzählt, ne? Ja. Egal, wir hatten trotzdem unseren Spaß. Wir haben es ja nicht so weit. Wir fahren jetzt nach Hause. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir hatten trotzdem Spaß. Tschüssi. Und bis dann. Bis später. Tschüss. Tschüss.